Hallo und herzlich willkommen bei Crunchtime TV. Heute mit Kevin Hagemann und David Lindemann. Ja, nach einer Schwächephase in den letzten Wochen, heute der zweite Sieg in Folge. Kevin, sag mal ein, zwei Sätze zum Spiel. Ja, hallo Dicky erstmal. Hi. Ich finde, wir haben es gut gemacht. Aggressiv gekämpft, immer nach vorne Druck gemacht. Haben die eigentlich gar nicht ins Spiel kommen lassen und haben dann auch meiner Meinung nach verdient die Tore gemacht. Klarer Elfmeter. Also meiner Meinung nach deutlich verdient gewonnen. Ja, schön, Kevin. Du hast heute wieder auf deiner heiß verehrten Rechtsverteidigerposition gespielt. Wie fühlst du dich dort? Ich kann überall spielen. Nein, also es macht voll Spaß dahin. Das ist eine coole Position. Kann man gut kämpfen, vielleicht bin ich so. Ja. Also, ich würde auch gerne öfter spielen. Ja, feine Analyse, Kevin. Das freut mich zu hören. Ja, dann David, zu dir. Du hast jetzt auch die letzten Spiele wieder. Ja, danke, Melli. Letzte Woche wieder in der Innenverteidigung gespielt. Läuft doch, oder? Ja, würde ich sagen. Also, wenn wir heute zu Null spielen, können wir nicht so schrecklich viel falsch gemacht haben. Genau. Aber also, meine Lieblingsposition ist zwar die 6, aber ich helfe auch mal gerne in der Innenverteidigung aus. Kein Problem. Ja, schöne wenn Sache. Wenn du da vorne rumtun musst, dann. Ja, nächste Woche dann gegen Riesenbeck. In Riesenbeck auf dem Kunstrasen. Was für eine Mannschaft erwartet uns dort, David? Ja, gute Frage. Also, sind ja ziemlich schlecht gestartet, hatten echt einen Negativlauf. Auch die letzten Spiele waren wieder recht positiv. Ja, ist ein Derby, ne? Also, zwar dann auf einem besseren Platz als wie heute, bessere Verhältnisse. Ja, aber trotzdem schätze ich ein Kampfspiel. Und wir haben ja noch gute Erinnerungen aus dem Hinspiel, als wir sie Gott sei Dank 4-1 einschlagen konnten. Im Pokal auch, genau. Und ja, wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt zweimal hintereinander gewonnen und das wäre auch schön, wenn wir zum Abschluss den dritten Sieg hintereinander einfangen können. Ja, das sind auch schöne Sätze zum Ende, David. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis dann. Ciao. Ich wollte auch noch so ein Gerät haben, was sagst du? So, Schnaps. Können wir da nicht Schnaps antun? Auf einen dreckigen Sieg zu Null! Als einfach unser Leben! Hurra! 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 Und auch schöne Titel! Aber wie sie sind!